Hallo liebe Leute, ich habe jetzt eine neue Webcam und die Qualität scheint ziemlich gut zu sein. Das ist eigentlich der Nachfolger von der 29, das ist jetzt die 922 und die hat sogar einen kleinen Ständer dazu. Sehr, sehr cool, weil den kann man dann schön hinstellen. Ich habe jetzt mal die Schutzfolie drauf gelassen und wir hoffen mal, dass die Webcam lange durchhält. Die andere, die 29, hat tatsächlich sehr lange durchgehalten. Und die 922, ich weiß nicht, also die scheint schon ein bisschen bessere Qualität zu haben, scheint mir so. Wobei das ja nicht die neueste ist. Das ist, ich glaube, es gibt noch eine danach. Aber okay, man könnte jetzt online nachgucken. Gut, ich hab's ja schon. Ich bin jetzt in Lourdes. Lourdes, für die, die das nicht wissen, das ist eine Pilgerstadt, wo 2 bis 6 Millionen Leute jährlich sowas hinkommen. Und ich bin zufällig hier gelandet. Ich wollte schon irgendwann mal hierher, aber dass ich heute hier lande, war absoluter Zufall, weil ich wollte in einen Campingplatz rausfahren und dort hat es geregnet und sehr stark geregnet, habe ich gesagt, okay, ich fahre weiter. Und dann habe ich mir einen anderen ausgesucht und auf dem Weg merke ich so, ah, ich fahre ja eigentlich Richtung Lourdes. Also ich war schon fast in Lourdes. Und dann bin ich durch Lourdes und habe ich gesagt, okay, dann stoppe ich irgendwo und habe nach dem nächsten Campingplatz gesucht. Natürlich, Lourdes ist halbwegs in den Pyrenäen noch nicht komplett drin, aber es ist schon in den Bergen und dadurch ist alles so ein bisschen hügelig und dadurch ist auch wenig Platz. Und dadurch gibt es auch nicht, es gibt schon einige Campingplätze, aber der, wo ich jetzt zum Beispiel bin, ist halt ziemlich überfüllt, aus meiner Sicht. Es ist wahrscheinlich im Sommer noch viel schlimmer. Aber gut, ich habe jetzt für eine Nacht bezahlt. Ich denke, ich werde 2 Nächte bleiben. Morgen gehe ich zur Grotte runter und werde mit meiner Hochsensibilität testen, was ich so alles spüre, ob da wirklich was ist. Ich bin zu doof, um wahrscheinlich die Grotte zu finden, wo ich eigentlich hin muss, um diesen Stein anzufassen oder was auch immer. Ich bin wahrscheinlich zu doof, aber ich werde definitiv da unten ein bisschen spazieren gehen und ein bisschen meditieren und schauen, was passiert. Aber ich denke mir auch, das ist wieder so eine interessante Synchronizität. Ich lande immer an sehr, sehr interessanten spirituellen Plätzen, einfach durch meine Intuition und ich werde durch höhere Macht dort irgendwie hingeleitet. Weil ich habe sogar überlegt, dass ich einfach nicht nach Lourdes fahre. Und jetzt bin ich doch in Lourdes und total zufällig. Also es ist schon interessant, wie das funktioniert. Wäre der Sturm nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Sehr witzig. Sehr, sehr viele ältere Menschen hier, Camper. 50, 60 plus. Ich denke mal, viele auch wollen Heilung oder irgendwie was anderes. Vielleicht viele sind auch Christen, keine Ahnung. Ich komme ja als Energieheiler her, als Hochsensibler und lass mich einfach überraschen. Ja, was mich immer so ein bisschen stört, ist halt, dass die Leute, die ich um mich herum habe, sind halt nicht interessant für mich. Wenn lauter junge Leute Camper wären, Leute wären, aber das ist halt sehr, sehr selten und speziell auf Campingplätzen wie diesen hier, weil die sind relativ teuer. Also es ist 20 Euro die Nacht und aufwärts. Also ich habe jetzt 20 gezahlt und das ist natürlich schon oberer Spanne. Und meistens wollen ja junge Leute irgendwo draußen campen und so. Außer vielleicht Christen, die würden sich das vielleicht eine Woche gönnen oder so. Keine Ahnung. Aber die Rezensionen für Lourdes sind extrem gut. Für die Grotte oder die Kirche oder keine Ahnung was. Basilika. Ich kenne mich da nicht aus. Bin kein Christ. Was mich interessiert hier ist der spirituelle Aspekt und was für eine Energie der Ort vielleicht hat oder nicht hat. Das werden wir sehen. Und ob das überhaupt noch zugänglich ist, diese Energie, weil vielleicht gab es die nur damals,
bevor die Menschen hierher kamen. Weil es halt so, das ist etwas halt, was viele nicht verstehen. Man muss es so belassen, wie es ursprünglich war, um die gleiche Energie zu halten. Das ist so ein Feng Shui-Ding. Keine Ahnung. Ich bin müde, ich bin genervt, ich merke, ich werde älter. Ich halte einfach nicht mehr so viel aus. Gut, aber ich habe ich vielleicht nie. Ich meine, jetzt stelle ich mich vielen Dingen entgegen, die ich früher hätte nie gemacht. Ja, also vielleicht triggert das noch mein Nervensystem und macht mich müde, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, ich werde hier ein paar Tage bleiben. Ich werde dann gucken, also 2 Nächte mindestens, glaube ich. Und wenn schönes Wetter wäre, würde ich mein Fahrrad rausholen, aber das wird es nicht sein. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich fand die Leute hier auch, also es ist sehr kommerziell. Man merkt so, das Geschäft läuft auf Hochtouren. Es ist eine reibungslose Kommerzmaschine, zumindest hier auf dem Campingplatz. Das wird unten nicht viel anders vielleicht sein, wir werden sehen. Und ja, wer die Story nicht kennt, guckt auf Lourdes, also schaut euch Lourdes auf Wikipedia an. Sehr interessante Geschichte. Ich glaube der Frau, ich glaube nicht der Kirche. Vielleicht wisst ihr was drüber. Aber es ist witzig, dass ich jetzt hier gelandet bin. Könnt ihr euch noch erinnern an das Experiment? Ich habe das sogar, glaube ich, live gemacht, wo ich gesagt habe, ich suche einen Energieort, intuitiv einen Energieort auf der Landkarte und zoome rein. Und wo bin ich gelandet? Ich habe reingezoomt und ich habe keine Ahnung gehabt, dass dort Lourdes ist. Und es war in Lourdes. Ich habe einfach auf die Europakarte geguckt und gesagt, was wäre ein interessanter Energieort. Also es wird spannend. Vielleicht ist das eigentlich ein Signal, um wirklich mal eine Woche hier zu bleiben oder so. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Aber ich muss auch wieder Yoga machen und trainieren und so. Also ich merke, ich habe viel Fett angehäuft und ich fühle mich nicht so attraktiv körperlich, muss ich sagen. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, das ist. Ja. Jetzt muss ich das Video komprimieren, weil hier ist Internet scheiße. Ich kann nicht live streamen. Und dann lade ich es über mein normales Mobilnetz hoch.